Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks zusammen mit dem Rafa. Hallo Rafa. Hallo. Wir fahren heute eine Runde Neuner. Und ich mit meinem M103. Ich habe reingeklickt, Ja, ja. wie das? Übrigens die 199. Folge, diesmal wirklich. Ich habe mich beim letzten Mal verzählt. Das tut mir Kannst leid. du nur. 200. Ja, dass du kein Folge. Special dazwischen hattest oder so, was auch noch als Folge zählt. Nee, als, ja, ich hab ja noch so andere Sachen gehabt, wie zum Beispiel Projekt Japan oder so einzelne Replays, die nicht im Let's Play drin waren. So. Aber, nee, das ist jetzt die 199. Folge und die nächste Folge ist dann wieder ein kleines Special. Uiuiui. Ja. Ich hab sogar schon das Special aufgenommen. Krass, ne? Das ist aber verrückt. Das ist aber verrückt. Ja, Du ist ja nicht sowas wie ein gehst Geburtstag immer. sozusagen, du gehst sozusagen in der Zeit zurück. Ja, das ist das Schöne an YouTube. Das kannst du machen. Kannst einfach in der Zeit zurückgehen. Also, Ich fahre nach links übrigens. Wow. hast du auch schon ein Video für 100.000 Subscriber aufgenommen? Ja, selbstverständlich. Auch schon für 20.000 und so. Das ist ja das nächste Ziel. So, du fährst da unten, ich fahre hier oben. Dann versuche, wenn mal Fokus feiern. Auf eine. Hast du auch ein Video für, wenn du die Weltherrschaft an sich gerissen hast? Nee, das ist ja schon passiert. Oh, hab ich gar nicht mitgekriegt. Nee, ich bin doch schon Weltherrscher geworden mal. Okay. Ich hab's dann wieder abgegeben. Vielleicht kennst du mich unter meinem zweiten Nickname, Attila der Hunne. Ah, ja, okay. So. Oh, Bock, was Kurzes zu rammen. Video. Ich hab Ja, Bock auf den irgendwas zu Rammer. schießen, aber es geht nichts auf. Ich frag mich, was sie hier machen. Der Malle in dem Wald, ey, das wär's doch. Oh ne, da, guck mal, da ist eine IS-7. Oh, da ist noch ein bisschen mehr. Warum sind die so langsam, ey? Die einfach so lange gewartet haben. Diese Schweine, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich hasse den KV-4 so sehr. Warum? Nicht durchkommen. Wer sich ordentlich gewinkelt hinstellt, dann machen. Oh lol, da ist eine Arti. What the fuck? Ist das ein Bot? Lol, das ist eine Zweier-Arti! Was macht denn eine Zweier-Arti hier drinne? Rollplatoon, nehme ich. Oh, schade, ich hab sie nicht bekommen. Den Free Kill hätte ich gerne gehabt. Oh, da hinten steht eine Tortoise. Die feuert auf mich. Oh, T95, bauen. 880 hat er mir reingedrückt, der T110E3. Der teilt. Hat er meine. LOL, wo hat er mich denn getroffen? Oberhalb der Kanonenblende. Guck dir das an. Alter, was macht da bitte die IS-7 hinter mir? Ich hasse den KV-4, ne? Ich weiß, dass man oben nicht auf die Kommandoluko schießen kann. Ich schieße trotzdem immer drauf. In der Hoffnung, dass ich doch mal durchkomme, weil so krass ist die Panzerung dann nicht. Aber so ein scheiß Das ist Winkel. halt nur der Stockturm. Da solltest du sogar durchkommen What the normalerweise. fuck? T95, ey. Scheiße. Getrackt. Ah, ich habe nochmal nachgecheckt. Der Er schießt hat auch bestimmt gerade gleich schon auf gedacht. mich. Oh, der hat daneben geschossen. Sind wir vorteilhaft, weil ich da nochmal Jetzt komme schießen ich nicht kann. durch, oder was? Gerade komme ich durch und jetzt nicht mehr. Nein. Ah, nicht so ein ideales Spiel gewesen, Der ey. ging nicht durch! Wie bitte? Weil ich von 2 TD so einen dicken Kellen kriege, ey. Warum die auch da hinten stehen müssen? Das ist nicht toll. Für den M103, ich muss auf weiter Distanz schießen können. Ich hätte die einfach umfahren sollen.
Turm durchgeballert, der Sack, Alter. Wo denn? Ah, lol, ja. Gut, du hast flach. Hast ihn flach angeguckt. Ja. Wo sind die hier? 7? Tot? Nee, hey, da unten. Willst du sie rammen? Oh, lol, Alter. What the fuck? Dieser Schaden, ey. Komm nicht durch. Ja, Achtung, der T95, ne? Ja. Autsch. Komm halt nicht durch, frontal, ne? Ja, frontal wirst du es vergessen können, du musst umfahren. Lol. Ja, der T95 ist weg, umfahr ihn doch. Lol, die Arti. Wieso macht die Arti sowas? Guck mal, wo sie steht, ist doch klar, dass sie mich trifft. Schreibt sorry. Ja. Ja, es war unnütz, die blöde Arti. Egal, halt. Ja. Erster? Oh, nice, 1100 Schaden. Hast du die ganze Zeit die gespottet oder was ist da passiert? Oh ja, ja. Du hast 2800 Spotting Damage und 2600 Schaden durch Panzerung abgewehrt. Okay. E50 ist krass. Ja. Was? Den Rammschaden gesehen bei den ja. The fuck, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihr so viel mehr abziehst als sie dir. Weil die ist ja eigentlich, glaube ich, sogar schwerer, oder? Bisschen, aber nur. Aber du hast halt auf Ramm geskillt, die Crew und alles, ne? Ja, richtig. Boah, das ist mal ein heftiges Spiel. Oh ja. Ich wünschte, ich wäre jetzt der E75. Ja. Kommt halt keiner durch, ne? Ja. Nicht mal frontal, also frontal kannst du es vergessen, außer die Turmluke. Sonst, das ist die einzige Weakspot, wo die durchschießen können. Ja. Ja, und von nahen halt untere Wanne, aber von der Distanz auch nicht. Nee, vom nahen gerade nicht mehr, auf mittlere Distanz untere Wanne. Von ja, nahen stimmt, ist der stimmt. Winkel zu heftig. Stimmt, von nahen ist der Winkel zu heftig. Finde ich mal witzig, wenn sie von nahen versuchen, auf die untere Wanne zu schießen. Oder wenn du, also, ja, okay, wenn er jetzt noch ordentlich angelt, kommt keiner durch. Ja, wenn ich mir die beiden E75s aber so angucke, werden die das nicht tun, also. So, schießen. Wo wärst aber du hin? Ich fahr den mal hinterher. Fahr einfach in die Mitte erstmal. Ja, ich komm mit. Und komm, so auf den E50M, der wiegt nochmal 10 Tonnen mehr, hat irgendwie 100 PS mehr oder so. Der ist schneller, ja. Oh ja. Wundere ich mich immer wieder, was das Ding vorbeirauscht, ey. So. E50M ist halt, allgemein E50 ist halt irgendwie wie so ein Heavy Tank, ne? Ja. Kommt der noch weiter vor? Nö, irgendwie nicht. Der bleibt einfach stehen. Super. Warum gehe ich denn noch auf? Ach, da ist ein T54-1. Der war einer gegeben. Komm nicht ran. Von rechts schießt auch irgendwas. Komm an dem Ding nicht ran. Panzer ja. Selbstfall auf T5. Haben wir gebounced. Und AMX, AC. Ja, die TD ist, ne? Ja. Ja, Objekt, was machst du hier? Wird. Oh, guck mal, E75. Keiner fährt in die Stadt. Warum? Warum fährt ein T? Boah, lol. No comment. Warum fährt der hier hin? Junge, was tust du? Why you do this? Please, stop it. Ja, geil. Ich bounce halt. Seitlich am Turm. Ey, 75 ist halt auch noch Stock von uns, ne? Echt? Oder? Ne, ich glaube nicht, der hat die Top Gun drauf. Kleine Gun drauf? Nee, ja, das ist glaube ich die Top Gun, ja, ich meine schon. Kann es nicht beschweren, oh, aber ich meine. Treffer. Ich hab getroffen. Ja, ein KV4 steht da ganz hinten, weißt du? Ne. Ne. Oh, da unten ist der E75 von denen. Oh, Lori. Scheiß Arti. Ich schieße jetzt halt mal blind drauf. Da mal Gold durch. Jetzt für den E75. Boah, Tiger 2. Junge, die sind da alle schon in der Stadt, ne?
Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich durchgekommen bin. Der ist zugegangen einfach. Hier ist 8, kommt hoch. Ey, der I-75. Do something. So ein Troll, ey. Fährt mir halt direkt in den Weg. Das kann nicht wahr sein. Ah, der Gegner steht 75, hat nur noch 500 HP. Muss ich mal ein bisschen bewegen, wegen der Arti. Wechsel mal die Stellung. Versuchen wir auf die IS-3 zu kommen. E-75 down. Rechts, LOL. Von rechts. Yes. Der F50 einfach ist. Über diesen Tank. E75 von uns ist so das Kacke. Oh, die S7 kommt vor, glaube ich. Unten. Oh, gebounced. Der hat die kleine Gun, das ist die kleine Gun. Der hat gerade 316 gemacht. Orden, der kommt. Reppt halt sofort. Ja, ich krieg. Irgendwie habe ich gerade Pech beim Schießen, ich weiß nicht. Bist du hin rein? Na, daneben! Ich sag's, ich hab gerade Pech. Ohne Ende. Den nicht. Da vorne. Ja, genau. Ah, trifft mich die Lorraine. In der Fahrt. Liegt ein T-34. Bin ein T-34. Nein! Du hast gefragt, hast du es nicht gesehen? Nein, hab ich nicht. Das war dein Untergang, ich glaube, du wirst sterben. Boah, was für ein Lack. Boah, seitlich ist hier IS-3 in dir gebounced. Pass auf, ne, die sind da alle links von dir. IS-3. Ja. Ja, was soll ich machen? Weil sind Gegner. Ich sagte ja, das war nicht gut. Wohl, weil ich das Wrack getroffen habe. Das ist ja der Gegner-30-Pack gewesen. Nee. Das stimmt. Und ach, dann hättest du gut gestanden. Ja. War, naja, egal. Die Idee war gut. Gut, aber das war's dann auch schon wieder von dieser Folge. Das wird ein klarer Sieg sein. Bei mir war das Spiel leider nicht so prall. Aber ja, kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.